Doktor ist jetzt in Köln und der Doktor sucht jetzt sein Hotel. Die Richtung. Das blau-gelbe Kreuz und wir beschäftigen uns hier mit den Hilfstransporten in die Ukraine. Ich bin hier hingekommen, weil ich unbedingt was tun wollte. Ich hatte ursprünglich überlegt, selbst Hilfstransporte zu fahren, beziehungsweise am Anfang des Krieges Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Leider habe ich ein kleines Auto und das hat deswegen nicht geklappt. Und dann bin ich halt auf den Verein hier aufmerksam geworden, weil ein Freund aus dem Studium hier bereits aktiv war und dann habe ich mich dazu entschlossen, hier mitzuhelfen. Und aktuell bin ich jetzt hier eingebunden und organisiere die Transporte. Ich leite hier die Logistik und bin dafür zuständig, unter anderem die Zollpapiere und Ähnliches auszufüllen, damit unsere Transporte auch sicher ankommen. Und ja, man sieht halt hier wunderbar, dass sie es tun, also dass ich wirklich auch gute Arbeit leiste. Und wir sehen halt vor allen Dingen, dass es genau bei den Leuten ankommt, die es wirklich notwendig haben, in den Krankenhäusern, bei Familien, bei Kindern, dass die wirklich unsere Hilfsgüter kriegen und dass alles, was hier verpackt wird, auch wirklich dort ankommt, wo es benötigt wird. Ja, ist extrem beeindruckend und bedrückend auch hier drin. Also ich hatte so ein Kloß im Hals und vor allem hat mich das so geflasht zu sehen, mit welchen Mitteln und wie rudimentär hier gearbeitet wird. Da wird eine Palette zusammengepackt mit dieser Dehnfolie, da wird die Folie direkt von der Rolle abgerollt und noch nicht mal so Abroller sind da vorhanden. Und da haben wir auch, glaube ich, direkt schon gesehen, wo Carbolution auch helfen kann. Wir brauchen auf jeden Fall weiterhin Unterstützung. Wir benötigen auf der einen Seite natürlich sehr viele materielle Hilfsgüter, also sei es Hygieneprodukte, Lebensmittel und ähnliche Geschichten. Jedoch können wir dadurch, dass wir viele Spenden kriegen, billiger Sachen einkaufen, weshalb Geldspenden bei uns einen größeren Mehrwert haben. Das heißt, wir können halt mehr aus dem Euro machen, der zu uns kommt, als wenn man selbst halt ein Paket Pampers oder Ähnliches kauft. Hi. Hi. Ja, alles gut? So weit, so gut. I'm here to tell you something about starting up and the reasons why I did start up. Think about it as an option. That's my message. I'm happy to